Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Heute wegen irgendeinen Asiaten. Ich habe mal gerade nachgeschaut, wo ich gerade bin anscheinend. Das wird jetzt nur über den Ladescreen gelegt. Achso, ich kann es wegklicken, hoffe ich. Gut, das geht. Ich dachte eigentlich, das wird beim Laden weggeschmissen, aber wurde nicht. So. Egal. Naja, ganz gut hätte ich gesagt. Spiel mal Standard. Ah, da sind die Fangs jetzt nicht so optimal. Aber es ist wie es ist. Pack ich die Panzer lieber nach außen, ist die Frage. Ne, ich glaube, außen packe ich dann lieber gleich die Crawler noch dazu. Hm? Ja, ich denke schon. Pack die mal nicht ganz so weit nach hinten. Das ist kein Crawler, das war ein Panzer. Eher so wahrscheinlich, ja. Stormcrawler außen. Die erste Salve geht da vermutlich leider in meine Fangs, ja. Ja, die Arclights könnte ich jetzt wunderbar meine Viecher aus dem Weg räumen. Meine ganzen Crawler und Fangs. Und die Artillerie kann da von hinten schön alles finishen. Ja. Hat auch ganz gut meine beweglichen Panzer noch getroffen, leider. So ist das halt manchmal. Was hat er überhaupt für ein SPC? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Giant, okay. Okay, wenn er mir jetzt Crawler reinsetzt, dann ist das okay für mich. Die Frage ist, ob ich es trotzdem mal mitnehme. Es sind 100, die ich ausgebe. Wenn ich jetzt Artillerie freischalte, hätte ich 450. Hätte ich noch nicht wirklich viel übrig. Also ich könnte es mir leisten. Ich könnte mir einfach sparen. Ich mach's mal mit, nimm's mal mit. Hab einen Plan damit. Ich pack die mal hier so hin. Den Ticken vom Rest sind. Hab ich gesagt, mal gucken. Ja, okay. Also will auch die Runde gewinnen. In Ordnung. Ja, Phoenix hatte ich auch überlegt zu adden, habe ich aber nicht gemacht, offensichtlich. Er hat die Overlords aber. Er hat den Range-Check dabei, das ist wichtig. Okay, aber er hat nicht den Launcher-Overload dabei. Ich will die Runde offensichtlich verlieren, weil ich keine Luftabwehr habe. Also noch ein paar Fangs, aber die Fangs werden es nicht reißen. Aber wenn wir davon absehen, habe ich die Runde hart gewonnen. Hätte ich jetzt auch Phönixe dabei, dann wäre das easy. Aber ich Phönixe dabei, hätte ich keine Artillerie dabei. Also von daher hätte es vielleicht auch nicht geklappt.
Level der? Ne, nicht mal das, okay. Also viel Schaden halt. Auch nicht so tragisch. Das sind auch 400, das sind 6 Level. Also 300, 400 auch. Also am meisten Wert ist quasi der hier. Und ich rechne mit Crown Giants, deswegen nehme ich jetzt einfach mit. Das ist so ein bisschen spekulativ. Ihr könnt halt auch das adden. Wir machen das einfach mal, ist okay. Ganz falsch kann es nicht sein. Schon mal die Crawler in die Mitte, die dann gleich mit dem Beacon noch hintergesplittet werden. Hat sich auch für Scorpions entschieden, okay. Muss den Doppelschuss mal für die Regeneration rausnehmen, so wie er es auch hat. Schöner Schuss. Auch schöner Schuss. Sander schießt leider zuerst. Ist ein bisschen kacke leider für mich. Das Timing ist auch massiv kacke für mich. Ach man, ey. Ja, wenn man die Scheiße am Schuh hat, hat man die Scheiße am Schuh. Es ist halt manchmal einfach so. Ach Gott, die Runde. Naja, okay, aber es ist kein Drama alles. Alles kein Drama. Das könnte man überlegen. Ich habe es überlegt und abgelehnt. Ein Spam-Clear ist noch so ein bisschen fragwürdig, gell? Mal so. Wahrscheinlich brauche ich noch Mustangs hier früher oder später. Ich glaube, Mustangs dazu noch. Reichweite auf Phönixen und Scorpions auf Dauer und dann läuft das, hätte ich gesagt. Ja, da ist keine Tanks mehr. Geht sich um und killt alle meine Phönixe ab mit einem Schuss. Das ist so ein Witz, ey. Na gut, wieder 400 Schaden. Er ist schon ein Biest jetzt. Muss man mal anmerken. Okay, das wollte ich eh kaufen. Brauchen wir gar nicht lange überlegen. Jetzt werde ich wohl eigentlich viele Upgrades ausgeben.
Die brauchen in jedem Fall Reichweite, hätte ich gesagt. Die brauchen auch in jedem Fall Reichweite. Und die brauchen eigentlich auch Reichweite. Aber das können sie nicht ganz leisten jetzt. Von daher lassen wir es einfach mal. Mal ein Stück in die Richtung, dann drehe ich wieder um, weil hier wahrscheinlich der zweite, vielleicht bei dem zweiten Bulken, das kann natürlich sein. Das ist dem halt so. Hätte ich vielleicht lieber den Reichweite geben sollen. Ich weiß es nicht. Möglich wäre es. Oder brauche ich die einfach später? Ich brauche die ein Stück später. Wir wollen noch mal einen mehr, der dann hier später reineiern kann. Noch was freischalten? Jupp, warum nicht? Hier geht doch langsam das Leben aus. Also wenn ich Pech habe, bin ich jetzt einfach gleich tot. Hat sich für Mustangs mit Reichweite entschieden, okay. Wieder eine 400 Schadenrunde, oder? Mal gucken. Ne, Overlord stirbt sogar, sehr schön. Okay. Auch wenn er es nochmal gelevelt hat, aber jetzt haben wir eine Phoenix auch gelevelt. Ich könnte jetzt hier die Reichweite mitnehmen, aber ganz ehrlich, es ist Bombardment einfach. Und ich werde es auch abbekommen, das Bombarden, befürchte ich, aber was willst du tun? Nichts ist die Antwort. Okay, den Vulkan hat er wieder verkauft, auch spannend. Können wir vorstellen, dass in der Runde Reichweite was wert ist? Und da nehmen wir es mal mit. Das kostet 150, den abzugraden, ne? Panzer lohnen sich eigentlich gar nicht. Meine Panzer hätte ich auch schon was verkaufen können. So, was macht er? Ah, es gab das. Okay, jetzt ein Reichweitenmodul für seinen Overlord geholt. Ich glaube, es war zu greedy, ehrlich gesagt. Mal gucken. Vielleicht hat er ja auch die. Hat er auch recht damit, ich weiß es nicht. Er hat Reichweite auf den Scorpions gekauft. Sehr schön. Dann kaufen wir gleich das Artillery Upgrade. Oder wir gewinnen einfach jetzt, das könnte auch sein. Ne, wird nicht ganz reichen. Lohnt sich das Damage Module? Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Wer ist denn am besten von denen?
Anscheinend die hier. Geld ist so ein Problem gerade. Ich glaube, ich verkaufe einfach mal Panzer. Kann ich zumindest 100 rausholen. Reichweite. Und dann nochmal 3 Einheiten adden. 2 Crawler auf jeden Fall. Hätte ich gesagt. Und dann vielleicht hier nochmal Late Fangs irgendwo. Okay, Mustang mit Upgrades. War vielleicht gar nicht so schlecht, was er gemacht hat. Der Oberland hat er verkauft mittlerweile, den Drohnen. Spannend. Rechts habe ich hart gewonnen auf jeden Fall. Mit Feuerarty ausgegeben das. Sieht so aus, ja. Das reicht nicht für ihn. Ich glaube, er ist tot. GG. Ja, so ist das gerade aktuell. Ja, spannend, dass er wieder aus den Overlords rausgegangen ist, aber ich meine, er hat gemerkt, dass die halt nichts bringen, ne? Weiß nicht, dieses Item hier, sowohl auf dem Overlord wie auch auf dem Scorpion, sobald die halt abgelenkt sind, sterben die halt trotzdem, ne? Schon ein ziemlich Investment. Und das Ding ist halt, es lohnt sich ja halt nur auf Einheit mit vielen Lebenspunkten. Und da lohnt sich halt auch nur, wenn die auf andere Einheit mit vielen Lebenspunkten schießen können. Und ich habe hier keine wirklichen Einheit mit vielen Lebenspunkten, außer meinen Scorpions, kann man sagen. Aber ich glaube, ich habe es nicht genau darauf geachtet, aber ich würde mal schätzen, dass der Scorpion keinen einzigen Schuss auf meine Scorpions abgefeuert hat, weil er einfach die Reichweite nicht hat. Er hat auch hier das temporäre Reichweiten-Upgrade gar nicht ausgegeben. Das ist meiner Meinung nach hier sehr essentiell, gerade wenn man Mustang gegen Mustang-Fight hat. Dann ist das nicht unwichtig. Das Damage-Item hat er sich nicht gegönnt, ne? Ne. Kann ja gerade gucken, wie gut hat der abgeschnitten. Ah, es ging. Letzte Runde 30.000 Schaden. Also haben wir der beste Mustang damit, aber gar nicht mal so viel besser, weil er wahrscheinlich verbrannt ist einfach. Am meisten Damage wahrscheinlich der Phoenix hier, ne? Naja, Top-Damage-Dealer. Und das ist wahrscheinlich der zweitbeste und der drittbeste. Naja, nicht ganz, okay. Und wir, die Phoenix waren gut dabei. Ja, also oftmals ist es sogar besser, einfach gar nicht so viele Phoenix zu holen, sondern gucken, dass die Level kriegen, dass man später halt die Möglichkeit hat, mit Elite Marksman auch was zu reißen. Ganz oft habe ich sehr viele einfach gespammt, aber dadurch lebt man meistens Gegner nur einen, dann irgendwie Beispiel Fortress mit Anti-Air Barrage zu spielen. Wenn man ein paar hatten, die auf hohen Leveln hat, dann ist das nicht so attraktiv. Ich meine, hier war es eh nicht mehr attraktiv, Giants zu spielen, weil die Scorpions so im Feld waren. Wenn ich halt merke, er geht stark auf Giants, dann tue ich Acid und trade die nochmal ab und esse noch ein paar mehr von denen. Bei Upgrade müsste ich gar nicht irgendwie machen. Wahrscheinlich aber nur mehr von denen und dann denen Elite Marksman geben. Das ist wahrscheinlich die beste Kombi, um die schnell auszuschalten. Naja. Ich sag danke fürs Zuschauen, gerne ablassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.